niemand anders als das Parlament hat das Recht, parlamentarisch, also Gesetzesänderungen vorzunehmen und die letztendlich so zu beschließen. Das ist das Parlament. Und es gibt auch keine weitere Instanz und auch kein Verfassungsgericht, was uns die Tiefe der Änderungen vorschreiben könnte. Das ist die Hoheit des Parlaments. Und deswegen ist es auch noch mal wichtig festzuhalten, ganz unabhängig davon, wie umfangreich dieser Änderungsantrag ist, den wir am 30. Juni versendet haben und damit früher als manche andere Änderungsanträge rumgehen. Ja, wir wollen das auch alle immer gerne möglichst früh. Das ist auch, aber das hat auch Herr Heilmann schon gesagt, das ist keine Besonderheit in dieser Koalition und in dieser Legislaturperiode. Das ist leider so, das ist sehr häufig, das war auch in den vorangegangenen Legislaturperioden so, dass manchmal Änderungsanträge sehr kurzfristig vor der Ausschusssitzung kommen. Das war in den anderen Legislaturperioden nicht anders. Aber ich will gar nicht in Abrede stellen, dass wir uns immer bemühen sollten, das möglichst früh zu machen, um auch die Beteiligung breit zu halten.